Moin zusammen, weiter geht's mit Wattails. So, wir waren ja durch die überflutete Mine, sind wir durch. Ich würde sagen, wir gehen hier einmal ins Gebirge nach Westen direkt. So, wir haben auch keine Punkte mehr, ne? Falls. Oh, guck mal hier, was haben wir da gefunden? Eine Eisenmine! Warte mal. Okay, hier scheint Kartenende zu sein. Dann schauen wir hier vorne nochmal. Ne, da ist Schluss. Okay, alles klar. So, einmal kurz zum Händler. Was hast du, mein Freund? Bin natürlich hier, guck mal. Weg mit dem Käse. Gib mir mal deinen Reparaturkram. So, ja, das sieht aber noch soweit okay aus. Ja, cool. Rein in die Eisenmine. Mal gucken. Vielleicht finden wir drin noch irgendwas. Außer Eisen. Ach nein, wen haben wir denn da? Guck mal hier. Leominon. Wollen wir die schon anquatschen? Ja, ne? Komm. Ich wusste, ich hätte Sklaven kaufen sollen. Seht sie euch an, sie streiken. Wie soll ich meine Familie ernähren, wenn die Arbeit in den Minen zum Erliegen kommt? Ihr müsst mir einfach helfen. Tag ein, Tag aus und manchmal auch die ganze Nacht schuften wir für einen Hungerlohn in stickigen Stollen, die jeden Moment einstürzen können. Wir gehen erst wieder an die Arbeit, wenn der Chef unsere Bedingungen zustimmt. Wir verlangen mehr Kronen, mehr Sicherheit und einen freien Tag für das Fest des Lichts. Wenn ihr für uns verhandelt, versprechen wir euch eine großzügige Bezahlung. Überzeugt die Streikenden, die Arbeit wieder aufzunehmen. Okay. Gucken wir mal an, was er dazu sagt. Seht sich an. Bedrohen. Ausgesetzte Belohnung. Sieb. Gesucht wird man dann. Schüchtert den Chef ein, damit er den Forderungen der Streikenden zustimmt. Nee, komm hier. Überzeugen. Dieser Geizhals droht, Sklaven zu kaufen. Davon müssen wir ihn unbedingt abhalten. Allein um unsere Familien willen. Sagt ihm, er soll sich beruhigen. Wir nehmen die Arbeit wieder auf. Ach, guck mal, so einfach geht das. Ganz offensichtlich wisst ihr, wie man mit solchen Situationen umgeht. Hier habt ihr eure Belohnung. Diese Kronen werden schon mal nicht in den Taschen dieser Faulpelze landen. Jetzt kassiere ich auch noch deren Gehalt, oder was? Ja, geh halt, ne? Ach, verdammt, völlig verkackt. Ja, immer eine 1A4, ein bisschen Eisen mitgenommen. Ja, wir sind wieder im Geschäft. Ja, guck mal. Nicht nur Eisen und Saphir, sondern auch noch ein bisschen Gedöns. Oh, da sind sie, die Probleme mit den Schweinen haben. Und nee, nicht jetzt, oder? Jetzt, genau jetzt muss ich rasten. Halte durch, wir kommen gleich. Wir machen kurz Pause. Schade. Kann ich noch was kochen? Ich glaube, ich habe kaum noch irgendwie. Salz ist bald alle, Wolfsfleisch ist alle, ja guck mal, passt auch. Ich glaube, das meiste Gewicht, was ich mit mir rumschleppe, das ist echt Essen mittlerweile, ne? So, zack, zack, zack. Und eine Handvoll Würstchen. Jetzt auf 92, ey, Wahnsinn. So, mit der Gefährdung habe ich gerade gar nicht geguckt. Okay, halte durch. Helfen wir den mal. Ja. Gut, muss ich denn da jetzt. Ah, jetzt, oh, man rennt doch mal nicht. Alle ins Bild, Mann.
Karawane ist zu lang. Ich blockiere mich. So, hier. Na. Hier war gerade. Da. Nein. Jetzt. Ich blockiere mich selber. Himmel, seht euch diese riesigen Schweine an. Das erinnert mich an den Schweinestall meiner Eltern. Als Kind musste ich Tiere oft füttern. Kommt her, ihr kleinen Schweinchen. Ach, meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Fünf Kirschen. Die Eber sehen wütend und ausgehungert aus und warten nur darauf anzugreifen. Kirschen, fünf Stück? Oder ich mach sie platt. Ja, ich habe keine Kirschen. Warte mal. Es ist sehr weit. Wie viele alte Schweinehirte. Ah, ich glaube, ich komme wieder, wenn ich Kirschen habe, oder? Ja, komm, ich mache hier eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich bin jetzt tatsächlich hier über Kletterhaken runter in die Stadt. Und, ja, gab keine Kirschen. Bin nach Stromkap, gab keine Kirschen. Und, oh Gott, ich bin echt noch kurz hergelatscht. Hab unterwegs aber immer wieder Handelswaren mitgenommen, auch auf dem Rückweg, auch diese Anquatschmission von wegen hier überbringende Nachricht. Da habe ich sie gerade vergessen wieder abzugeben. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder genug Kirschen. Bin jetzt wieder hier oben. So, und auch hier werden wir uns nochmal abseilen. So, und Randa. Puh, gut. Schweine, Schweine, Schweine. Geben. Also, packt auf jeden Fall Kirschen ein. Wie nett, dass ihr die Schweinchen gefüttert habt. Ich hatte nichts, was ich ihnen hätte geben können. Sie sind ja jetzt so beschäftigt, dass sie gar nichts mehr für mich, dass sie sich gar nicht mehr für mich interessieren. Ich sollte zum Abendessen wohl zu meinem Schwiegersohn zurückkehren. Hörrohr. Okay. Schauen wir doch mal, was dieses Hörrohr macht. Wo ist es denn? Da ist es. Diese Instrumente aus Eisen ist vor allem für Schwierige gedacht. Es kann aber auch zwischen den Ohren eines Diebes und das Schloss gelegt werden, dass er zu knacken versucht. Ach, nett. Geron, mein Dieb. So, Stück Seife. Truppbonus. So, Harkat hatte ja hier die Chance, eine zweite Arztmaske. Genau. Milaneo, nee, Quatsch. Fenanor, so, du kriegst das Ding jetzt mal. Sehvermögen, Reichweite, Lederriemen. Guck mal. Der hatte noch gar nichts. Sonst haben aber alle irgendwie Rucksackzubehör, ne? Ja, Helm wäre eigentlich nochmal ganz nett. Oder Armwickel irgendwie so. Also mehr Rüstungsteile. Bin mal gespannt, ob sowas noch kommt. Hier ist auf jeden Fall Kartenende. Oh, stopp. Wäre ich fast runtergeklettert. Hier oben ist gerade noch ein Lager. Da müssen wir auch nochmal wieder abseilen, ja? Tatsache, ja? Untersuchen. Ihr habt ein Geheimnis entdeckt. Passierschein. Damit könnt ihr die Grenze kostenlos überqueren. Handbuch, erste Hilfe. Handbuch, Sprint. Ach, geil. Okay, dann haben wir hier noch ein Secret gefunden. Und diese Handbuchgeschichten, warte mal. Ludlin kann. Cecina. Nee, ich meine Tanks nicht. Die sind zu langsam. Aber hier. Lauhal, wie sieht's da denn aus? Guck mal, du könntest eigentlich mal Erste Hilfe und Sprinten noch lernen. Ja. Der hat eh schon eine recht gute Reichweite. Und noch ein Passierschein. Ist ja witzig. So, was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, die Schweine nehmen wir hier vorne noch mit. Dann haben wir auch ein bisschen... hat rausgeglitscht. So, dann haben wir nämlich noch mal ein bisschen Kampf in der Folge, sonst ist sie so kurz. Schwein, Schwein, Schwein. Oh Gott, ist das voll hier auf der Ecke. Ja, ich würde mal sagen, Tridlin auf jeden Fall. This is your turn. Oder? Nee, guck mal. Hier, tauscht mal. Okay, hier habe ich auch noch ganz viele.
So, mein Schwein bleibt mal hier hinten. Gunelade, Beatrick. Oh ne, du musst hier oben, Kollege. Du musst rein ins Getümmel. So, Ludlin in Gerun, ja, mit Speer da unten kann er nicht weit genug schmeißen. Ist hier noch ein Speer im Boden? Nein. Olin, gute Schussbahn. Milaneon bleibt mal auch hier hinten. Nur noch ein drittes Schwein, ne? Da ist die Sau. Fenanor, Gunelade, Olin, ja, die kriegen wir schon in den Kampf verwickelt. Plus die Schweinebrigade von hinten. So, Cecina muss nach vorne, kann nicht ganz so weit. Beru und Wiener nur kann nach hinten, der kann schön weit laufen. So, und jetzt ist es der und der da unten. Den hier unten muss ich stoppen. Der darf nicht meinen Bogenschützen treffen. Haha. Und stopp. Sehr gut. So, ich habe ohnehin schon volle Punkte. Der ist dran. Na, ich weiß noch nicht. Ich glaube fast nicht. Auf mal ein Stück hoch. Ja, komm, lauf da hoch. Alle verwunden. Neben einem Gegner, ohne im Kampf zu sein. Auch kaputt. Hier runterflitzen. Noch ein Messer. So, und ein Punkt wieder aufgefüllt. Verbrannt. Das muss so lecker riechen hier unten. So, als nächstes Tridlin hier. Der ist dran, der ist nicht dran. Dann mach mal hier Rundumschlag. Ja, erwischt er beide? Habe ich so eine krasse Reichweite? Coole Axt. Auch kaputt. So. So muttert. Nee. Der ist dran da oben, der Schwein. Wienanor könnte eigentlich mal. Na? Ja? Okay, Riposte, sehr gut. Könnte natürlich für einen weiteren Punkt jetzt das Schwein noch töten, aber meine Güte. So, wenn die schön eng beieinander stehen, dann gehen die Schweine rein und Olin und so weiter. Wie sieht's denn da aus? Lauhal, du kannst ja auch nochmal Rundumschlag machen hier auf die beiden. Sehr gut, auch kaputt. Immer noch 20 Schweine. Wahnsinn. Okay, Harkat könnte hier Probleme bekommen.
Müssen wir mal abwarten. Nee, du kommst nächste Runde dran. Oh ja, renn ins Feuer. Sehr gut. Ein Punkt. Ein Punkt. Ach nee, doch nicht. Die Poste. Gerne auch das. Noch nicht, oder? Nee. Oder? Nein, noch nicht. Noch nicht. Als letzten. Nach Möglichkeit als letzten. So, lauf du hier mal hoch. Versuch mal den hier. Ja, guck mal, auf beide. Ach schade, ich dachte, der killt ihn. Ach, spare dir den Punkt, ist geil. Oh, Finger noch. Und Riposte direkt? Hey, schade, aber verblutet ist er. So, wie sieht's jetzt hier aus? Gehen wir schon ran oder gehen wir noch nichts ran? Lederriemen, ach cool. Abwehr erhöht. Ja, doch, komm. Ran mit den Schweine. Ah, langsam wird es doch ein bisschen eng für ihn. Nein, das dritte Schwein kommt nicht ran. Okay. Ah, dann halt er hier auf die Seite. Ah, shit, das waren zwei Punkte für nix und wieder nix. Okay, drei Schweine hat eh nichts mehr gebracht. Nächste Sau, ganz genau. Kaputt? Nee, lebt noch. Gut, dann mach mal hier anvisieren. Und auf die rechte. Ah, schade.
2 mal 114. Wer ist denn jetzt dran? Er hier. Spitzen ohne die Geißel der Schweine erhält einen Fertigkeitpunkt. Wildschweine im Kampf getötet. 10 Stück. Ja, geil. Oh, shit. Harkat muss jetzt drankommen. Nett. Okay, gib Gas, Junge. Bring you in safety. Eine Sau. Nämlich die da. Da schicke ich die Schweine vor. Sehr gut. Okay, sehr geil. Okay, na, bis auf die ganzen Kadaver. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Aber Olin, guck mal hier. Geißel der Schweine. Willenskraft, Geschicklichkeit sollte ich vielleicht einen Punkt nehmen, ne? Willenskraft plus 2. Was brachte Willenskraft nochmal? Sieht aus wie kritische Treffer. So, Mensch, Harkat. Obwohl, Rüstung und Flottmann brauche ich eigentlich nicht. Wir sind eh müde, ne? Guck mal, dann rasten wir hier doch mal. Aufs Trockengestell. Aufs Ledergestell. Jo. Apfelpfannkuchen. Aalsuppe. Schweineeintopf. Gegrillter Karpfen. Mal alles durchbraten jetzt hier. Ja, obwohl Schweinefleisch behalte ich. So, Harkat ab ins Bett und der Rest kriegt erstmal sein Geld. 1, 2, 3, 4 von den guten Fressalien hier. Und dann müssen wir mit dem Gewicht runter, ne? So, rasten. Sehr schön. So, und dann würde ich auch schon sagen, machen wir hier noch eine kleine Pause wieder, ne? Oder gibt es hier noch irgendwas im Wald, wo die Schweine... Ne. Ah, ich hätte noch eine Falle ausschmeißen können. So, Herr Schmiede. Alles repariert, danke. Kopfgeld können wir annehmen. Der Schweinehütte, guck mal, ist auch sogar zweimal kassiert gerade. Banditen ohne Schlupf, Stromkap, eine Nachricht überbringen.
Sick League Bande oder sowas. Ach, guck mal, schade. Nicht hingehauen. Ach, schon wieder hier unten. Hat auch nicht hingehauen. Nimmt natürlich trotzdem an. Ja, guck mal, da haben wir hier nochmal wieder zwei Banditen, die wir dann im Zuchthaus auch wieder verditschen können. Achso, ja, die anderen drei, die ich hatte, habe ich im Zuchthaus von Tiltrim, bin ich da losgeworden. Ich würde sagen, wir laufen nochmal hier runter. Nochmal nach Marheim Stadt rein. Und kurz vor der Stadt Marheim, ungefähr hier auf der Ecke, muss man die Karte so ein bisschen drehen, dass man von oben nach unten links so ein bisschen reinschaut. Da war auch noch so ein kleiner Schrein, wo man dann ja, uns so ein paar Sachen plündern kann. Da noch mal kurz reinschauen, was die da haben. Alle. Ah ne, die habe ich. Egal, so. Jetzt kann ich noch zweimal Aalsuppe machen. Die hätte ich ja so durchgekocht, die anderen alle. So, einmal in den Kochtopf. Aalsuppe. So, rein in die Stadt und dann machen wir hier auch gleich wieder Schluss für heute. Apotheke? Nee, wo wollte ich denn jetzt hin? Zum Markt nochmal gucken. Salz ist immer gut. Ja, rein in die Taverne. Dann müssen wir einmal mit dem Abgesandten quatschen hier. Sucht die Arbeit. Mehlmanns Mannschaft. Warte mal. Mangranilranz und Mehlmanns. Siklik, Lautin, Vilhard. Nee, das ist noch wieder eine ganz andere Banditentruppe. Da, der Informant. Hier, den muss ich, glaube ich, genau informieren. Geschlossen. Habt ihr das hier eine Nachricht aus Tiltrin überbracht? Ja, komm, den nach Westen, nee, nach Nordosten, da möchte ich später auch noch hin. Ja, guck mal, jetzt hat's geklappt. Oh, geht noch ganz schön weit hoch da ins Land, ne? So, dann machen wir hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß weiterhin, bis bald. Und ciao.